Ein herzliches Willkommen zurück, juhu, zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, auf sehr schwer, mit mir, von mir, Gameplays als Hobby. Und ja, wir sind ja mein Lager, haben zuletzt einen Herausforderungsgrab geschafft und müssen eigentlich jetzt nur weiter. Ich glaube, hier haben wir eigentlich alles. Wir haben hier, glaube ich, hoffentlich nichts übersehen. Laut Karte zumindest nichts. Meine Freundin hat mir jetzt gerade vier Nachrichten geschrieben. Moment. Mal schnell antworten. Okay, weiter geht's. So. Okay, laut Karte haben wir hier eigentlich nichts mehr zu finden und einen zu sammeln. Also da bauen wir mal da drauf, dass es stimmt. Und dann gehen wir mal weiter. Dafür habe ich nicht genug Platz. Voll. Nee, hier haben wir nichts mehr. Okay, das heißt, wir gehen weiter. Ich glaube, da kommen wir raus. Sieht immer interessant aus, so Ruinen. Ich mag sowas. Okay, los geht's. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Go! Oh, ich könnte doch schon längst nichts mehr machen, ey. Lara! Nimm die Leuchtpistole! Die müsste doch schon längst tot sein, ey. Und der zweite Kampf. Es tut mir leid, Kätzchen. Aber wenn du mich umbringen willst, muss ich dich auch umbringen. Oh, Überlebensinstinkt. Lara, bist du okay? Ich bin okay. Sag doch mal was. Lara! So. Wo Lara, gehen wir zuerst hin? Okay? Ich bin okay, mein Freund. Bin gleich wieder da, Jonah. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Lara, bist du okay? Bin voll. Kann ich nicht nehmen. Lara. Was ist das? Ach so. Wieder ein Todestier. Ich bin okay. Warum auch immer sie nicht zurückantwortet. Sie könnte ja mal rüberrufen. Ja, ich bin okay. Ich komme gleich. Guck nur. Aber irgendwie macht er das nicht. Lara, bist du okay? Ich gehe allein in die Zivilisation. Ich lasse ihn jetzt hier zurück. Ich will mich ja nochmal umgucken. Alles hier. Voll. Ja. Ich kann nicht mehr tragen. Da geht's auch schon wieder hoch. Okay. Was ist das? Voll Öl. Das ist Öl? Dafür habe ich nicht genug Platz. Okay, interessant. Lara ist außer Hörreichweite, mein Freund. Stoff.
Wow, cool sah das gerade mit der Sonne aus. Wie da so einzeln immer wieder so durchscheint oder so. Das ist so geil gemacht. Gut, es gibt auch noch in anderen Spielen solche Effekte und sowas, aber ich mag das generell, egal in welchem Spiel. Und Jonah hat seinen Mund gehalten. Hat aufgegeben, ist bestimmt wieder weggegangen, zurückgegangen oder so. Ist aber auch frech von ihr, dass sie einfach nicht antwortet. Oh, Pfeile. Wenn ihr was seht, schreibt es mir in die Kommentare, ne? Ich weiß nicht, also ich sehe zumindest nichts. Wo ist denn hier Wasser? Ich höre Wasser. Dafür habe ich nicht genug Platz. Komisch, ich sehe kein Wasser. Oh. Oh mein, meine Haut ist voll. Meine Sachen gehen hier so langsam voll. Okay. Dafür habe ich nicht genug Platz. Auch voll. Alles klar, das war's da wohl. Dann können wir jetzt schon erholen. Er hat ja jetzt wohl lang genug gewartet. Los, helf mir. Habe ich gerade vergessen anzumachen. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Coole Schalen. Wo haben wir die denn hier? Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht?
Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathehausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Wow. Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch. Das sieht aus. Viel besser als bei der Erweiterung The Rise of the Tomb Raider Blood Ties. Wahnsinn. So, cool, wir sind jung. Schmeiß mal einfach mal Geschirr runter. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Nee, die Hasen machen eigentlich nichts. Oh, was haben wir denn da? Weiße Königin, eine kleine Spielfigur. Das sieht wie eine Figur aus dem Spiel, aus das Mom und Dad immer gespielt haben. Aber was hat sie hier draußen auf dem Spielplatz verloren? In den Sockel ist ein A eingeritzt. Es steht für Emilia. Ich vermisse dich, Mama. Ja, das muss schon echt schlimm sein. Wünscht man niemanden. Die Schaukel ist kaputt. Wie schön, ey. So was wünscht man sich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tödliche Präzision. Meistens. Ich kann Bogen schießen? Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Okay. Ich wollte eigentlich die kleinen Männchen da unten. Aber die kann ich wohl nicht. Wurfobjekte. Wurfobjekte können die Umgebung beeinflussen. Halten sie, um zum Zielen, drücken sie, um zu werfen. Okay, ich habe gedacht, es gäbe ein Extra.
Jedes hier mit einem Ball treffen. Ha, ich wusste auch, es gibt sowas. Okay. Das Ziel zählt wohl nicht. Jedes Ziel mit einem Ball treffen. Wo gibt es denn noch Ziele? Also das hier zählt ja wohl nicht anscheinend. Doch, zählt. 3 von 4. Okay, ein Ziel fehlt noch. Wo ist das? Ah, gefunden. Bullseye. Oh, ein Fertigkeitspunkt. Juhu. So, hier haben wir ja einen Jungle gefangen. Hier ist noch so ein Ball. Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. Okay. Die weiße Königin ist ihre Lieblingsfigur, nehme ich mal an. Beziehungsweise sie soll wohl ihre Mutter repräsentieren. Die Ausgrabung wird bald die Geheimnisse der Städte preisgeben. Sie entdeckt merkwürdige Hieroglyphen. Vielleicht Hinweise zum verbotenen Grab? Okay. Kann ich das Ding auch abwerfen? Kann ich abwerfen? Passiert aber nichts. So, wir wollten uns... Also ich wollte mich jetzt erstmal hier unten umgucken. Kann man hier auch noch rein? Yep. Oh. Brief an Winston. Ein Brief von Dad an Winston. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin weiterhin fest entschlossen, Lara diesen entsetzlichen Kummer, wie sie es nennt, zu ersparen. Ständig an ihre Mutter zu denken, wäre für sie nur noch schmerzhafter. Es ist besser für sie, einfach nur ein Kind zu sein, ohne sich mit derart trüben Gedanken zu belasten. Sollten Sie in dieser Angelegenheit weiter gegen mich arbeiten, werde ich nicht zögern, Ihre Anstellung auf Croft Manor zu beenden. Oha! Wer sich an Rise of the Tomato Blood Ties bei mir erinnern kann, da hat sich ja alles geklärt, bis auf eines. Zum Schluss habe ich mir die Frage gestellt. Es hat sich alles geklärt. Ihr Vater ist gestorben, ihre Mutter ist gestorben. Aber was ist mit Winston? Darüber gab es keine Aufklärung, wo der geblieben ist. Wieso der plötzlich nicht mehr da war. Anscheinend hat er ihn rausgeschmissen. Oha, das ist natürlich heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich würde sagen, wir haben hier alles, oder? Fehlt nur noch der Tunnel. Hui. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Ach, herrlich, diese Fantasie von Kindern. Würde ich heutzutage gern auch immer noch können.
klettert über einen See aus blubbernder Lava. Und sie überlebt es. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Wahnsinn, ey, was ein Garten. Was ein Anwesen generell, was ein Anblick. Es wäre so cool, wenn wir da über hingehen könnten. Guck mal, Gold. Einfach mal so. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Aber sie hat's überlebt. Wir sind noch am Leben. Und suche ein neues Gewicht. So, diesmal gehen wir den Weg. Oh. Hui. Müssen wir doch die Treppe nehmen. Cool, cool. Ein Foto von uns reist nach Hurghada. Ich glaube, das war auf der El-Memsha-Promenade. Ich habe das meiste vergessen, aber ich erinnere mich noch genau an den Geruch der Gewürze auf dem Bazar. Mom sieht so glücklich aus. Genau wie Dad. Das ist nicht fair. Warum musste sie nur sterben? Die Frage kann einen niemand beantworten. Da kann man noch nicht mal mehr Vermutungen darüber stellen. So, also wieder hier runter. Oh, das gibt Brandblasen, so wie das gequietscht hat. Oh, was haben wir denn hier? Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Hohoho. Brutaler König. Noch ein Ball. Die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. Achso, das meinte sie damit. Schade, da würde ich echt gerne mal rauslaufen. Das sieht so toll aus. Komm, da passt du doch durch. Muss es doch noch mehr geben. Oh, was haben wir denn da? Kann ich nicht angucken. Oh. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Okay. Interessant, dass du das zu den Grünen sagst. Steht ja eigentlich auch gleich was wie viele gefundene Objekte? 3 von 5 Sammelobjekte. Okay, sind wir eigentlich ganz gut dabei. Oh, hier haben wir noch was. Brief von Winston. Sir, mir ist bewusst, dass die letzten Jahre für Sie mehr als schwierig waren. Wir alle vermissen Emilia sehr.
Dennoch beunruhigt es mich, dass Lara langsam selbst das Wenige vergisst, was sie über ihre Mutter weiß. Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, es steht mir nicht zu, sie zu bedrängen, aber haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie nicht doch mit ihr über Emilia sprechen wollen? Ich bin davon überzeugt, dass es Ihnen helfen würde, über Ihren entsetzlichen Kummer hinwegzukommen. Außerdem kämen Sie sich dadurch näher. Auf jeden Fall, das stimmt eigentlich. Der Winston hat schon recht. Und wie es aussieht, wurde er leider gefeuert, deswegen. Das ist traurig. So, hier haben wir dann eigentlich schon alles. Oh, wir sind schon bei 26 Minuten. Voll die Zeit vergessen. Okay, dann war es das hier mit... Ach, lass mir die Musik schön laufen, die ist schön. Dann war es das hier mit diesem Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Gut, hier ist jetzt nicht mehr so tödlich eigentlich. Hier ist eigentlich ganz nett und schön. Und ja, wir sind hier gerade in jungen Jahren von der Lara Croft. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich träumt sie gerade. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mir einen Daumen nach oben geben oder auch ein Abo, das wäre mir natürlich auch recht. Und vielleicht auch einen netten, hübschen Kommentar, wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr irgendwas macht. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Teil wieder oder auch bei einem anderen Let's Play von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und das war von Nuya Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.